Loktaroga, meine Freunde. Ja, willkommen zurück bei Let's Raid WoW. Heute befinden wir uns in dem schönen Feralas und zwar genauer hier in dieser Umgebung bei der Schlangengrube hier oben. Und dort werden wir einmal besuchen die drei Düsterbruch-Instanzen. Heute beginnen wir mit Düsterbruch Nord, was sich im Norden befindet, also einmal geradeaus. Danach werden wir uns nach Osten begeben und danach nach Westen. So wie halt früher die Reihenfolge war, da musste man erst Nord, Ost, West machen. Jo, und von daher würde ich sagen, starten wir gleich mal durch und fliegen in den Nordtrakt hinein. Mittlerweile braucht man keine Schlüssel mehr, weil im Ostteil hat man zum Beispiel den Mondsichelschlüssel bekommen. Den hat man gebraucht, damit man im Westen aufmachen kann und so weiter. Heutzutage ist hier in der Seite einfach so ein kleiner Durchgang, da kann man einfach hineinhopsen. Und zackidi zack ist man in der Instanz. So easy ist das. So, hier gibt es dann auch ein paar kleine Quests und dann geht's auch schon los. Hier gibt es jede Menge Ogre und mehrere Mobgruppen, die einmal entweder aus Hunden bestehen oder aus Krabbelkäfern. So, hier hätten wir dann quasi auch schon den ersten Boss, den Moldar-Typen. Der hat, glaube ich, einen Schlüssel, wenn ich mich daran recht entsinne. So, warte mal. Ach, warte, Sekunde. Ich muss hier mal ganz fix Schnellplündern deaktiviert. Damit ich hier nur das mitnehme, was wichtig ist. Oh, okay. So, Jungs, sorry, ihr stört. Och, nö. So, für euch. Na super. Jetzt rennt da natürlich keiner drüber. Gut, wie gesehen, der hat was Schönes Blaues dabei gehabt. Ich dachte eigentlich, er hätte einen Schlüssel, aber dem war nicht so. Mein Gott. Das ist halt dann so. So, hier unser tanzender Kollege. Der ist auch bosslich. Also, einer der Bosse hier drin. Und er hat auch keinen Schlüssel, aber einen Becher. Das ist ja lustig. Ach ja, so. Und weiter geht's im Programm. Also, ich laufe auch den Weg, den man normalerweise läuft. Weil die Mobs da hinten zum Beispiel, warte, die hier hinten, die lässt man beispielsweise einfach mal aus. Weil es einfach zu zeitaufwendig ist, die da alle wegzuhauen und außerdem, es sterben öfters mal Leute hier. Mag man zwar nicht glauben, aber ist so. So, und dann kommen wir quasi auch schon zum nächsten Boss. Sind die eigentlich hier schon auf der Karte verzeichnet? Jawohl, ja, da sieht man schon, es gibt hier jede Menge Bosse. Und wenn man dann draufklickt, zackidi zack, zeigt er hier auch die kompletten Eigenschaften mit an, was er denn hat. Und darüber hinaus kann man hier noch den kompletten Loot angucken, was es denn so gibt. Ja super, alle Spezialisierungen für den gibt es nicht. Machen wir einfach mal alles. Ach, der lässt immer den Kroxbecher fallen. So, hier steht eine Kiste. Wenn man dann zu der Kiste hingeht, kommt normalerweise immer dieser komische Typ. Wo ist er denn? Da kommt er ja. Die nächste Wache. So, einmal aus dem Leben geboxt. Und er hat auch keine Schlüssel. Er hat einen Nasenring. Naja, wem Spaß macht, der kann sich auch Nasenringe nehmen. So, dann geht man einfach hier geradeaus nach unten. Da sieht man eine Gordok-Hoftür. So, die pullt man im Normalfall mit, wenn man denn in seinem Levelbereich hier rumspringt. Und dann geht's durch. So, die Augen, die beschwören dann ab und zu mal Wachen, deshalb die einfach instant wegklopfen. Oder ansonsten einfach hier so einen kleinen Weg durchbahnen. So, hier standen hier die Getarnten. Ich glaube hier noch nicht. Das kommt, glaube ich, noch wann anders. Wir können ja mal zur Not ein Leuchtefeuer. Nö. So, hier unten gibt es dann eine wiederholbare Quest. Also egal, wie oft man hier drin war, die Quest kann man quasi wiederholen. So, warte mal, hier jetzt einmal den hier. Und dann den hier. So, wer lebt noch? Die leben noch. So, und zwar von ihm hier. Vom Zwingschraub. Natürlich kann man hier diese Falle kann man noch aktivieren, weil dann hier streift nämlich noch ein Boss rum. Ich kann den gleich mal zeigen. Der ist, glaube ich, jetzt gerade hier ums Eck. Genau, er hier. Den kann man einmal hier in diese Falle reintappen lassen. Aber wir möchten die Falle hier nicht scharf machen, weil wir wollen ja Loot von dem. Das hat man quasi gemacht, wenn man mal schnell durch wollte. Und er hier hat eine Quest quasi. Da muss man von oben...
Ach, das kann ich ja eigentlich mal schnell zeigen. Da kriegt man von oben dann etwas, um einen Ogeranzug herzustellen. So, Sekunde, wir nehmen uns natürlich die Kohle mit. Oh, hat das Style? Nö. Ich habe kein Ziel. So, komm, geh weg. So, nanu. Bleib weg von mir. Zeige ich euch mal oben, wo man das Ding bekommt. Leider kann immer nur einer die Quest machen. Und wenn man das erste Mal drin ist und die komplette Gruppe das erste Mal drin ist, dann klatschen sich die Leute hier rum. Dann kann es hier oben gar nicht schnell genug gehen. Der Tank ist noch nicht mehr da. Rennen die ersten schon zur Kiste und pullen hier drüben gleich alles mit. So, warte. Als erstes bauen wir da das hier und das hier. Und dann gehen wir zum Korb und nehmen uns dieses Ogre-Dingster-Mittel. Und gehen wieder nach unten. Da kommt jetzt dann gleich eine Pat angerannt, genau. Und dann geben wir ihm hier unten das komische Teil. Und bekommen dafür diesen ominösen Ogre-Anzug. Und den werde ich dann gleich mal anziehen. Halt, da muss ich hin. Lalalala. So, mein Freundchen. Was liegt da? Gib her da. Bleib's gut drauf. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hä? Ach, hier. So, warte mal, der hier kann wieder weg. So. Wenn man denn diesen Ogre-Anzug der Gorok anzieht, verwandelt man sich in einen Ogre und man ist quasi nicht angreifbar. Blub. Oder kennen die hier einen noch? Die oben tun's nicht. Die hier auch nicht. Und dann kann man quasi seine Gruppe, so alias Gefangene quasi, durchschleusen, weil der nächste Boss, der ist ein bisschen, ja, verzwickt. Der Viert holt Eds und ja, da geht man ganz gerne mal drauf. Also das ist eigentlich immer so ein kleiner Knackpunkt hier. Hier sterben eigentlich relativ viele, weil der Typ hier vorne einen Tiersch auf die Mütze gibt. Weil dann wird man nach da hinten geviert samt Tank und der Heiler wird nach da hinten geviert. Da kommen dann die Eds, boxen den Heiler um und ja und so weiter. So, dann kann man den Typen hier nämlich anlabern und sagen, hey Junge, ich habe hier so ein paar Gefangene, lass mich durch, Junge. Und dann kommt man da komplett gefahrlos durch. Natürlich schade um die IP und den Loot, aber es geht halt fix. So, wenn man dann oben ist, ist die Verkleidung natürlich... Oh shit. Hallo? So. Spätestens hier oben wäre die Verkleidung natürlich Mumpitz. Und man macht sich quasi drauf und dran, den Typen zu machen. Man sollte erst hier den zweiköpfigen Typen machen, denn wenn er tot ist, ist er nicht tot. Also der wird dann quasi nicht mehr angreifbar und das wäre doch schade um den Loot. So, und dann haben wir es geschafft. Sind wir durch. Dann sind wir quasi, damit kommt man, wenn dann hier der eine Tüppel noch kommt, da ist er ja. Kann man mit dem mal ganz kurz palabern. So, und wenn man dann gelabert hat, ist man der König der Gorok. Und es ist ganz egal, ich kann meine Verkleidung wieder ausziehen. Die Typen sind jetzt alle freundlich. Und man kann ganz gefahrlos wieder zurückgehen, wenn man das denn möchte. Wenn alle aus der Gruppe draußen sind, kann man ja nicht rausporten, reinporten, fertig. Sondern da muss man echt zu Fuß gehen. Und so ist das dann kein Problem. So, meine Freunde. War mal wieder schön, dass ihr mit eingeschalten habt. Schön, dass ihr die Woche wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann quasi nächste Woche wieder, wenn wir uns dann um Düsterbruch West kümmern. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüssi.